Direkt wieder Climbing Action am Start. Frisch nach einer Radtour. Ja. Moin Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir stehen hier vor einem verlassenen Krankenhaus, ungefähr seit 2009 geschlossen. Auch bekannt unter dem Namen das Krankenhaus mit dem Kindersarg. Ja, in Fachkreisen, im Fachjargon genannt. Unterwegs mit dem PJ Adventure, dem Ben, kennen vielleicht auch einige. Und wie heißen die anderen zwei? Heiko und Sebastian. Heiko und Sebastian. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, gerne mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, bis jetzt haben wir noch keinen Eingang. Kein Eingang. Wir schauen einfach mal weiter. Ja, let's go. Ja, ja. Leute, gerade schon heftige Kletter-Action gehabt. Und jetzt haben wir hier anscheinend einen Eingang. Wie es aussieht. Boah. Das ist aber auch ein ranziger Eingang. Aber es ist einer. Besser als keiner. Du hast einen besseren Eingang. Hier ist schon wieder Action beim Reinkommen heute, ey. Heidewitzka. Wir haben jetzt den Auftrag, hier einmal das Gebäude zu durchsuchen. Das ist nicht das Hauptgebäude. Und zu gucken, ob wir von hier irgendwie über diesen Übergang in das Hauptkrankenhaus reinkommen. Und wir sind jetzt die beiden Opfer, die das hier auskundschaften sollen. Zwar noch nicht jetzt im Hauptgebäude, aber so ein paar Sachen stehen hier doch noch. Ganz viele Bildschirme hier, Tintenpatrone, eingepackt sogar original noch, Telefone. Boah, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier, der ist noch ganz neu eingepackt. Das ist ein komplett neuer Bildschirm. So ein Hausmeister. Aber hier, ne? Steinalt. Ja. Ja, genau. Hier auch noch irgendwas. Geil. Im besagten Glasgang angekommen. Und jetzt heißt es einmal prüfen hier oben. Das ist man natürlich mitten auf dem Präsentierteller, aber ich gehe einfach mal rum. Ach, hier. Hi. diese Spanplatten hier, die sollen wohl nur dahinter gestellt sein. Nein, sie sind fest. Blöd. Also nächster Eingang, der nichts ist. Leute, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde lang um dieses Gebäude rumgeflitzt und sind jetzt auf so einem kleinen Vordach und haben hier hinten Eingang nenne ich es nicht, ich nenne es mal Abgang. Genau, durch dieses Dachfenster hier, was offen stand. Und dadurch geht es jetzt ungefähr, ich würde sagen, 300 Meter runter. Ich hoffe, ihr seht was. Und man hat zum Festhalten halt nur diese Türen. Also das ist ein riskanter Abgang. Perfekt. So, jetzt sind wir alle drin. Ja, Maske ist mit dabei, die werden wir hier auf jeden Fall auch brauchen, denke ich. Und dann schauen wir uns das mal an. Okay Leute, das scheint hier der ehemalige Badebereich zu sein. Hier stehen sogar noch Badelatschen und Badehose. Die fasse ich jetzt mal lieber nicht an, auch wenn ich immer so alles so gerne anfasse.
Und hier hat es schon mal, da erkennt man es vielleicht, hier ist überall Ruß. Hier hat es schon mal gebrannt im unteren Bereich. Was haben wir hier? Desinfektionsplan, Sicherungskasten. Boah, 20 Top-Hits. Also hier lief auch schön Musik dann beim Schwimmen. Edel. Kassetten, Leute. Ich glaub's nicht. Romeo und Julia. Blumenwalzer. Also hier ging definitiv dann auch am Wochenende mal die ein oder andere Fete ab. Und hier dann das besagte Schwimmbad. Klein, aber fein. Hier noch so ein... Das ist zum Reinheben von Patienten, glaube ich, ne? Wurden die dann reingehoben mit so einem Stuhl. Und das Wasser, was noch drin sieht, naja, müsste mal gewechselt werden, würde ich sagen. So Leute, hier sieht man es, hier hat es halt übel gebrannt, deswegen hier unten halt auch die Masken. Ich werde sie oben abnehmen. Und hier schimmelt es halt auch echt schon echt extrem. Hier, boah, das sieht echt gruselig aus in dieser schimmeligen Umgebung. Kannst du mal einen Vorhang vorziehen? Dann war das auch mal irgendwie so ein Gesundheitsbad oder sowas, keine Ahnung. Kannst du auch nichts mehr darauf erkennen. Boah, ey, das stinkt hier auch. Durch die Maske sogar beinahe. Boah, guckt euch das mal an. Wie die Hitze dieses Ding verformt hat. Wahnsinn, ey. Hier auch. Eieiei, das sieht aus wie Pudding. Obwohl das halt alles schon so abgerockt ist, überall noch Geräte liegen, alle mit diesem schwarzen Staub bedeckt. Und die Gänge erinnern wirklich so ein bisschen an The Walking Dead, was ich übelst geil finde. Fenster verbarrikadiert, alles runtergerissen hier, als wäre hier wirklich so eine Apokalypse gewesen. Und na gut, das Ding steht mittlerweile 10 Jahre her. Leer. Man sieht's. Aber es ist eine mega krasse Atmosphäre. Sieht ja interessant aus. Ach, das sieht aus, als hätte man hier mal irgendwelche Proben reinstellen können. Bei Verwendung von entflammbaren Flüssigkeiten Brandgefahr. Also es wurde anscheinend echt heiß. Aber was ist das für ein Ding? Elektrode? Weiß ich auch nicht. Irgendwas hängt da drin. Das ist so ein Beutel da. Den kannst du da irgendwie... Partikelbeschleuniger. Partikelbeschleuniger, ja. In welches Jahr wollen wir? Ah, 95. Wo ist Enter? Waschen, guck mal. Proben entfernen, das war irgendwelche Proben. Disketten kopieren, speichern, konntest du da Ergebnis, Bericht ausdrucken. Start, hier, jetzt können wir los. Leute, hört ihr die Kirchenglocken? Es ist soweit. Es hat begonnen. Alter, ich beschwöre hier gerade bestimmt irgendwas. Das ist nicht cool. Verschwinde zurück in die Unterwelt! Alter, gerade haben die Kirchenglocken auch noch geläutet, wo ich das Ding gefunden habe, ne? Du Teufel! Du Teufel! Alter, das könnte auch ein Holzschwert sein. So Leute, die erste Etage und hier stehen auf dem Flur gleich ein paar Krankenbetten. Kannst du hier elektrisch verstellen und naja, ich sag mal so, jetzt kommen wir in den interessanteren Bereich, würde ich sagen. Wie gesagt, hier stehen überall so ein paar Wagen auf dem Flur, Zimmer links und rechts und ich finde, das hat schon wieder echt was, habe ich gerade unten schon gesagt, von ja, so Apokalypsen-Feeling irgendwie hier drin. Diese leeren Krankenhausgänge finde ich sowieso einfach immer mega geil. Leute, mit abenteuerlichen Eingängen haben wir es ja heute hier. Hier hinter ist die Kapelle oder Kirche. Und naja, die Tür ist zu. Und dieses kleine Fenster fehlt. Alter. Das ist schon scheiße.
Boah, die sieht schon cool aus, dass die Scheiben hier auch noch heile sind, ne? Ja, hier ist alles noch heile. Wow, boah. Boah, das ist ja der Wahnsinn, ey. Mega geil. Leute, wir sind hier jetzt in der Kapelle oder Kirche von dem Krankenhaus. Und hier ist echt noch alles heile. Gut, die Bänke fehlen. Boah, wer wurde hier denn geschlachtet? Nein. Das sieht aber viel Farbe aus. Krass. Also das ist bisher definitiv der geilste Raum. Cafeteria, da kommen wir gleich noch hin, glaube ich, von hier, ne? Das war dieser Glaskasten vorne. Halle, sind wir gleich hier im Foyer, Cafeteria, ein Innenhof, ein Kiosk hatten sie. Ist ja mega geil. Raucherraum hier drin, das ist echt groß, wa? Krankenlieferung, Röntgen. Wahnsinn, hier war echt alles. So Leute, nichts Besonderes, aber nur um es einmal gezeigt zu haben hier. Die Cafeteria, steht nicht mehr so viel drin. Aber ein schöner Raum. Ah, hier stehen Daten drauf hier. 25.09.2009. Oder am 27.09.2009, da gab es vielleicht das letzte Essen an diesem Sonntag hier. Da gab es Rouladen mit Gemüse und Salzkartoffeln. Einen großen gemischten Obstsalat. Geil, ey. War doch eigentlich ein gutes. Und eine vegetarische Überraschung sogar. Da haben wir den Haupteingang. Und wenn wir jetzt einmal hier herein marschieren, kommen wir, naja, beim Hotel würde ich es jetzt Rezeption nennen. Ich weiß nicht, ob es hier... Hier könnte man es auch so nennen. Ja, doch, kann man auch so nennen, ne? Hier nochmal, 2009. Ach, hier, guck mal, hier können die dann auch die ganzen Störmeldungen sehen. Mhm. Wenn irgendwo was falsch oder aus dem Ruder lief, hat sie hier wahrscheinlich direkt irgendwas geblinkt. Und dann konntest du hier direkt telefonieren und die Sachen klären. Aufzuganlagen, Alter. Hier ist noch krasser. Strahler, Rundumleuchte, Hubschrauber-Landeplatz, wo war der denn? Das ist ja mal cool. Und dann hier für die ganzen Aufzüge noch, wenn irgendwo was stecken geblieben ist. Hier Telefon, konntest du direkt mit schnacken mit den Leuten da. Doch noch so viele Sachen hier, die so interessant sind. Obwohl das Ding seit 2009 geschlossen ist. Und ganz oft ist es nur mal so, dass so viel abgerissen ist, geklaut, alles auseinander. Und gut, natürlich ist hier auch ordentlich schon rumrandaliert worden. Aber trotzdem gibt es noch so viele coole Sachen zu sehen. Geile Location auf jeden Fall. So, ich habe gerade schon mal kurz geguckt. C und B sind hier zwei Kabinen. Und wenn wir da mal durchgehen, kannst du hier deine Kleidung aufhängen, Sachen ablegen. Und dann kommst du hier in den Röntgenraum. Ja, also das ist wirklich mal echt ein steinaltes Röntgengerät, würde ich mal behaupten. Mit so einer Holzplatte da drunter. Wahnsinn. Hä? Steht da ein Datum drauf? Ich gucke gerade. Das wäre mal interessant. Also aus dem Krankenhaus, wo wir letztens mal waren, wo es ging, naja, ich denke, ihr wisst welches Krankenhaus, das voll eingerichtete. Wenn man das jetzt hier mal mit vergleicht, gut, die Technik in, vor allen Dingen in dem Bereich Arzt, Medizin, bildet sich ja stetig weiter voran, was auch gut ist. Aber mal so ein altes Ding hier zu sehen. Vielleicht hat ja jemand von euch ein bisschen Ahnung davon und kann mir mal erzählen, von wann das sein könnte. Das sieht so ein bisschen nach Mittelalter aus mit dem Holz. Ich sage 2000. 2000 sagst du? Juni 97. Also ich würde auf das späte 16. Jahrhundert tippen. Ja, hier hat man dann so ein Gerät zur Überwachung und zum Steuern vielleicht so ein bisschen hier den Kopf. Was haben wir hier? Steißbein, Becken, Urogramm, Rippen, Galle. Alles verschiedene, also die verschiedenen Körperteile, die man dann durchleuchten konnte. Finde ich mega interessant. Wahrscheinlich schon steinalt und voll veraltet in der Medizintechnik, aber super interessant, das mal so zu sehen. Und da dann der Röntgenraum, wie gesagt. So, hier könnte es jetzt nochmal interessant werden. Auch nochmal Röntgen. Also wahnsinnig viele Röntgenräume hier, wirklich. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Echt groß das Ganze. Da die Schiebetür, wo wir von außen jetzt nicht reingehen. Oh, gar nicht gesehen. Geil. So ein altes CT-Gerät. Aber ist das tatsächlich nur... Ich dachte, ich habe mir das größer vorgestellt immer. Ist nur für den Kopf. Ist nur für den Kopf, ne? Ja. Wurde es dann hier auf die Liege gelegt und dann rein da und dann wurde dein Kopf durchleuchtet. Die gibt es ja nochmal in viel größer. Wo dann der ganze Körper auch durchleuchtet werden kann. Aber geil, das habe ich so noch nie gesehen in echt. Und wenn man jetzt mal beachtet, dass dieses Ding wirklich fast 10 Jahre leer steht und dass alles zurückgelassen wurde, was früher ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen neuer war oder neuwertig ist. Mittlerweile kannst du es natürlich in eine Tonne hauen, aber es ist schon krass, dass die das damals einfach alles hier stehen lassen haben.
Paul hat es gerade schon gesagt, wir stehen hier jetzt in einem ehemaligen Operationsraum. Hier sind tatsächlich auch noch viele andere Operationsräume rum, aber ich habe jetzt bis jetzt nur den gesehen, wo was drin steht, ne? Die anderen sind schon leer. Ja. Die anderen sind alle leer. Ich finde es krass, dass sich wirklich in 10 Jahren die Technik so weiterentwickelt. Ich meine, irgendwie, ich kenne mich damit nicht aus, das ist nur eine Vermutung oder eine Feststellung jetzt, das sieht einfach steinalt aus. Ja, das Krankenhaus steht, wie gesagt, seit 2009 leer und wir waren ja schon in einem frischeren Krankenhaus drin. Wenn man das mal jetzt vergleicht, das ist schon krass. Wirklich. Und es sieht auch, na, wahrscheinlich ist es hat es früher auch den Standards irgendwie entsprochen, aber es sieht alles so siffig aus auch. Okay, das war früher bestimmt nicht so. Aber die Liege auch, ganz komisch. Und auch die Lampen. Ja. Naja, vielleicht anderes Krankenhaus, andere Einrichtung, vielleicht liegt es auch einfach nur daran. Aber das ist mir jetzt so aufgefallen gerade. Aber trotzdem, echt cooler OP hier mit den ganzen Sachen noch drin. Sehr geil. Das ist echt wieder so eine Szenerie wie aus Walking Dead. Ja. Mega cool, alles durchwühlt, liegt da auf dem Boden. Und jetzt schauen wir mal durch die Schiebetür rein. Boah, geil. Schleusentüren. Bitte nicht von Hand öffnen. Ups. Das ist geil hier. Ich meine, Betten stehen jetzt auch nicht mehr drin oder so, aber hier hängt noch wirklich viel. Krass, was ist denn das hier für ein Stationsbereich? Weiß das einer? Intensivmedizin. Ach, Intensivmedizin? Was heißt denn das genau, Intensivmedizin? Das hier? Das hier ist wirklich so, die ganz harten Fälle sind hier. Die an Maschinen angeschlossen sind. Die halb tot sind. Vielleicht auch Koma-Patienten und sowas. Ja, hier lag ein Bett. Hier lag ein Bett. Hier sieht man das gut. Hier stand ein Bett. Und da sind die ganzen Maschinen angeschlossen gewesen und hier konntest du reingucken. Boah, Wahnsinn. Alter. Das erinnert mich irgendwie hier oben mit den ganzen Räumen sowas an Scrubs. Ja, ich guck gerade Scrubs, deswegen komme ich gerade drauf. Mega geile Serie. Ich hoffe, die kennt jeder von euch. Aber krass, wirklich. Hier lagen vielleicht mal echt todkranke Patienten, Koma-Patienten, die vielleicht auch nicht mehr wach geworden sind. Boah, Gänsehaut. Leute, mega strange Situation. Wir waren gerade ganz oben, haben nach draußen geguckt und da standen 3 Menschen auf der Straße. Wir haben schon gedacht, dass der Nachbar jetzt die Polizei ruft und jetzt raschelt es hier unten gerade und um die Ecke kommen die beiden. Wollen sich das Krankenhaus auch angucken und haben uns hier gerade quasi die Leichenhalle aufgeschlossen. Kann man so sagen. Der Nachbar hat einen Schlüssel, die sind zusammen mit dem Nachbarn rein. Mega strange Situation hier, ey, wirklich. Und wir klettern übers Dach durch eine Luke, packen uns fast aufs Maul, wir geben uns in Lebensgefahr. Und die kommen einfach mit dem Schlüssel rein. Alter. Wir sind hier jetzt jedenfalls in dem Raum, den letzten, den wir noch gesucht haben. Und zwar der Raum mit dem Babysarg. Mega krass auf jeden Fall und ziemlich makaber, wir haben gerade mal reingeguckt. Da liegt sogar noch eine Puppe drin. Ey, ich finde das voll heftig. Einfach so ein Babysarg, habe ich noch nie gesehen. Aber gut, klar, das ist so krass, wirklich. So, da wo das Leben eigentlich losgeht, da ist es schon wieder für den anderen zu Ende. Heftig. Das ist gerade echt so ein Gänsehautmoment mit den Kerzen noch da drum und den Blumen. Traurig. Das ist dafür da zum Beispiel die Toten, die in diesem, wie sagt man schon? Wenn sie tot sind. Genau. Ja. Dann tritt halt Körperflüssigkeit aus, ne? Ja. Und läuft dann halt. Und die werden da raufgelegt über den Zeitraum, oder wie? Da kommt wahrscheinlich noch so eine Warteliste drauf. Ja. Und dann läuft das dann nach unten rein. Alter. Also wirklich, die Flüssigkeit, dieses Sekret, was aus dem toten Körper nochmal austritt nach dem Tod, wird darin. Ja, die Leiche wird draufgelegt quasi und dann wird das wahrscheinlich ein paar Stunden, Tage, ich weiß es nicht, liegen gelassen? Eigentlich nicht. Normalerweise bleiben die einen Tag hier. Ja. Und trocknen aus quasi.
Leute, das ist echt wieder eine ganz lustige Aktion hier gerade. Die Frau, die anderen beiden reingelassen hat mit dem Schlüssel, ist natürlich wieder abgehauen und hat gesagt, ihr müsst sehen, wer hier rauskommt. Ihr seid ja auch reingekommen. Und wir sind jetzt hier gerade wieder an unserem altbekannten Ausgang, beziehungsweise Eingang. Aber ihr seid nicht so stark. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie raus bewegen. Naja, lustige Aktion auf jeden Fall heute. Ich würde das Video an der Stelle hier beenden. Wenn das Video nicht online kommt, sind wir niemals rausgekommen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.